Hallo zusammen, ich bin Flavio, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Augletics und heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ein Magnetrudergerät, also speziell das Augletics, genau funktioniert. Dabei werden wir uns unterschiedliche Bremssysteme anschauen, wir werden uns ein bisschen mit den physikalischen Hintergründen beschäftigen und wir werden auch einen Blick in die Montage werfen. Also los geht's! Wir befinden uns jetzt hier im Showroom, wo wir die Augletics-Rudergeräte ausgestellt haben. Das ist besonders spannend natürlich für Leute, die hier aus der Region kommen. Ja, die machen einen Termin mit uns aus und können dann hier die Geräte ausprobieren, in Ruhe sich durchklicken durch die Menüs und natürlich auch einige Ruderschläge machen. Gleichzeitig gibt es einige Leute, die natürlich nicht in der Nähe von Berlin wohnen und für die bieten wir dann entsprechend eine Videoberatung an. Das heißt, da setze ich mich oder auch unsere Kundenberaterin auf das Gerät und zeigen zum Beispiel per WhatsApp-Video, wie das Gerät genau ausschaut, klicken uns zusammen durch die Menüs, machen ein paar Ruderschläge und gehen natürlich auf alle eure Fragen ein. Wenn das für euch interessant sein könnte, ich packe euch mal hier unten die Links rein, sodass ihr euch für die Videoberatung oder auch für die Vorortberatung anmelden könnt. Heute nutzen wir die Geräte aber für was anderes, denn in unserem Showroom haben wir nicht nur die Augletics-Geräte, sondern zum Vergleich auch einige andere Rudergeräte stehen, sodass wir uns hier einmal intensiv mit den verschiedenen Bremssystemen auseinandersetzen können. Hier haben wir nämlich auch ein wassergebremstes Gerät und ein windgebremstes Gerät. Im Vergleich dazu setze ich mich jetzt einmal auf das Augletics rauf. Und euch fällt bestimmt direkt auf, wie viel leiser das ist im Vergleich zu den anderen Geräten. Das ist wirklich baubedingt und entsprechend des Widerstandes. Schauen wir uns mal an, wie wind- und wassergebremste Geräte funktionieren. Das ist nämlich relativ offensichtlich. Bei den meisten Geräten kann man ganz gut reinschauen. Wenn wir hier am windgebremsten Gerät am Griff ziehen, dann wird hier drin diese Schwungmasse beschleunigt. Das ist im Prinzip wie so ein Propeller. Hier in der Seite wird Luft eingezogen. Ja, die läuft sozusagen durch diesen Propeller durch und je nachdem, wie viel Luft wir reinlassen, desto stärker tritt dieser Bremseffekt auf. Die Luft wird im Prinzip sogar ein bisschen warm, wenn wir länger trainieren. An der Seite können wir den verschieben, je nachdem, wie viel Luft reingelassen wird. So wird wenig Luft reingelassen und der Widerstand ist etwas geringer. Wenn wir viel Luft reinlassen, dann wird der Widerstand entsprechend etwas höher. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze beim wassergebremsten Gerät funktioniert. Im Prinzip genau das gleiche. Wir können sogar wunderbar reinschauen, wenn wir hier entsprechend an dem Griff ziehen, wenn diese Schaufeln bewegt, die bewegen sich durch das Wasser durch. Ja. Bei den meisten wassergebremsten Geräten können wir den Widerstand nur dadurch anpassen, dass wir entsprechend mehr Wasser reingeben oder etwas Wasser rausnehmen. Ja, dazu tritt natürlich bei allen Rudergeräten der Effekt auf, dass wenn wir stärker ziehen, entsprechend der Propeller oder das Windrad oder die Schwungmasse sich schneller bewegt und dadurch auch ein etwas höherer Widerstand auftritt. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wie es beim Augletics funktioniert. Wir stellen den Widerstand beim Training einfach hier an der Seite ein. Ich kann ganz niedrigen Widerstand einstellen. Ich ziehe hier am Griff und da drin wird sozusagen auch eine Schwungmasse beschleunigt. In unserem Fall ist das eine Aluminium-Schwungscheibe. Ich kann aber, und das ist die Besonderheit bei dem magnetgebremsten Gerät, auch den Widerstand sehr flexibel hier direkt über den Bildschirm einstellen und habe so im Vergleich zu dem ganz soften Training gerade hier einen wirklich enormen Widerstand, sodass ich hier auch ein Maximalkrafttraining durchführen kann. Das wird schon echt ganz schön anstrengend. Gerade Einsteigern empfehle ich ganz klar, erstmal einen niedrigen Widerstand auszuwählen, sodass man sich langsam an die Rudertechnik gewöhnen kann. Wenn man möchte, kann man dann aber nach und nach auch mehr in die Kraftprogramme gehen, sodass man ab und zu mal ein spezifisches Kraftprogramm starten kann, was dann nicht ganz so viel Richtung Ausdauer geht, sondern dann mehr Richtung Muskelaufbau. Jetzt zeige ich euch aber einmal, wie besprochen, wie genau denn dieser Magnetwiderstand beim Augletics funktioniert. Mein Kollege hat nämlich hier aus alten Prototypenteilen ein kleines Modell für euch vorbereitet. Schaut mal hier, ich habe hier einen ziemlich starken Magneten. Kleiner Beweis, hier oben ist ein Ring aus Stahl, und der haftet sehr, sehr gut daran. Hier unten ist eine Platte aus Aluminium und wir sehen, Aluminium ist nicht magnetisch, der hält nicht daran. Ich packe den Magneten jetzt hier einmal an dieses Pendel und wir sehen wunderbar, das Pendel schwingt hin und her. Ich glaube, bis hier nichts Neues für euch, alles klar. Ich stelle jetzt einmal den Magneten ein bisschen dichter
Und zwar so, dass er ganz dicht an dieser Aluminiumplatte vorbeischwingt. Also schaut mal her, eigentlich dürfte nichts passieren, also genau das gleiche wie vorher. Dieses Pendel müsste hin und her schwingen, ja, weil wir haben ja vorher gesehen, Aluminium ist nicht magnetisch. Jetzt lassen wir es einmal schwingen und schaut mal, was passiert. Das Pendel wird also maximal gebremst von diesem Aluminiumblock. Warum ist das so? Was hier passiert, ist aus physikalischer Sicht super spannend. Denn während sich dieser Magnet super schnell über das Aluminium bewegt, wird durch diese Bewegung ein Strom in diesem Aluminiumblock induziert. Ja, diese Form dieses Stroms nennt man auch Wirbelstrom. Was aber passiert, wenn sich ein Strom durch einen Leiter bewegt? Wir kennen das von einem Elektromagneten. Es bildet sich wiederum ein Magnetfeld. Und dieses zusätzliche Magnetfeld, was in diesem Aluminiumblock entsteht, sorgt dafür, dass dieser Magnet entsprechend so stark gebremst wird. Wenn ihr nun bei der Physik ausgestiegen seid, kann ich euch beruhigen, fürs Training müsst ihr das nun wirklich nicht wissen. Was ihr euch aber merken könnt, wenn ein Magnet sich über einen Aluminiumblock bewegt, dann wird er deutlich langsamer. Und genau dieses Prinzip setzen wir auch beim Augletics-Rudergerät ein. Diese Schwungscheibe aus Aluminium wird entsprechend mit einem Magneten gebremst. Nun fragt ihr euch bestimmt, warum machen das nicht alle so? Ist doch viel, viel einfacher, es hat super viele Vorteile. Wenn ihr einmal online nach Vergleichsberichten schaut, dann seht ihr oft die Meinung von sehr, sehr vielen Experten, dass sich Magnetrudergeräte einfach nicht so natürlich anfühlen. Und ganz ehrlich, ich als Ruderer mit jahrelanger Rudererfahrung stimme Ihnen zu. Die meisten Rudergeräte fühlen sich einfach nicht so authentisch an wie andere Geräte. Es fühlt sich nicht so an wie das Rudern auf dem Wasser. Das ist natürlich nichts, was wir so hinnehmen wollten und deswegen haben wir uns etwas ausgedacht. Kommt mal mit, ich zeige euch das unten in der Produktion. So, hier werden gerade die Bremstrommeln montiert. Wir sehen hier mal eine Bremstrommel. Die hat verschiedene Bauteile natürlich drin. Das heißt, hier ist einmal die Schwungscheibe, die sich dreht. Wir haben entsprechend das Elektronikboard. Wir haben einige Sensoren am Board und um das Board herum. Und wir haben einen Elektromotor. Und der Motor sorgt sozusagen dafür, dass die Position von dem Magneten entsprechend verändert wird. Zum einen, wenn wir auf Plus oder Minus drücken, ja, beim Rudern, aber auch im Ruderschlag selbst. Das heißt, je nach Position, wo wir uns gerade im Ruderzug befinden, wird auch diese Motorposition und damit auch der Widerstand entsprechend angepasst. Ja, und das ist die Magie, sodass wir wirklich kontinuierlich ein realistisches Rudergefühl abbilden können. Den Magneten selbst kann ich euch diesmal leider nicht zeigen. Wir haben gerade noch eine laufende Patentanmeldung da drauf, aber ich glaube, das Prinzip grundsätzlich ist klar geworden. Zum Schluss möchte ich mit euch noch eine Frage klären, die uns immer wieder bei den Beratungen hier vor Ort gestellt wird. Kann ich denn mit einem Rudergerät nicht theoretisch auch Strom erzeugen und so Geld dazu verdienen? Nun, in der Theorie, ja, es wäre möglich, sowas zu entwickeln. Können entsprechend durch die Bewegung wie bei einem Generator Strom erzeugen, ja, und so könnte man den sicherlich auch einspeisen. Können einmal durchrechnen, wie wirtschaftlich sinnvoll das wäre. Wir rudern entsprechend und die meisten Ruderer schaffen so, ja, nach einigem Training um die 200 Watt für eine längere Zeit. Nehmen wir mal an, eine Stunde rudern wir mit 200 Watt, ja, dann kämen wir entsprechend auf 200 Wattstunden. Jetzt haben wir bestimmt keinen Wirkungsgrad von so einer Technik von 100%, gehen wir mal von 70% aus. Ich glaube, das ist schon relativ hoch gegriffen. Also würden wir in einer Stunde Training um die 140 Wattstunden erzeugen können oder 0,14 Kilowattstunden. Aktuell ist der Strompreis so im Einkauf wohlgemerkt, nicht im Verkauf, bei ungefähr 35 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, wir könnten bei einer Stunde Training um die 5 Cent dazu verdienen. Das ist jetzt nicht unbedingt nichts, aber so richtig viel ist das natürlich auch nicht für eine Stunde Training. Wir müssen uns bei Augletics natürlich mal überlegen, wäre die Technik, die wir hier einbauen, das wert, dass man entsprechend pro Stunde 5 Cent dazu verdienen kann. Aktuell ist es etwas schwierig, weil die Technik nicht gerade einfach wäre. Vielleicht ändert sich das aber in der Zukunft. Was ich natürlich trotzdem super spannend fände, wenn wir langfristig vielleicht die Möglichkeit hätten, unser iPhone oder Smartphone da anzuschließen, sodass wir entsprechend einfach nur fürs Gefühl unser Smartphone mit dem eigenen erzeugten Strom laden können. Vielleicht kommt das in der Zukunft. Bis jetzt haben wir noch keine konkreten Pläne. Wenn ihr das auch cool fändet oder andere Ideen habt, dann nutzt gerne die Kommentare und schreibt das rein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da etwas austauschen können. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like bzw. ein Abo da, sodass wir uns dann vielleicht beim nächsten Video wiedersehen können. Bis dahin!